So, herzlich willkommen zu einem YouTube-Video nach meinem Urlaub. Ich war jetzt eine Woche in Zypern gewesen, habe auch ein bisschen was erlebt und davon würde ich euch nachher mal kurz erzählen. Aber erstmal würde ich jetzt, da ich auch gerade nebenbei noch live bin, noch einmal vorstellen, was ich so aus meinem Urlaub mitgebracht habe. Zum einen sieht man hier hinten schon diese ganzen Pringles-Packungen. Zwei davon sind tatsächlich aus dem Urlaub. Ja, genau. Ansonsten habe ich gerade kurz schon mal gezeigt. Ich zeige jetzt aber kurz nochmal, weil, ne, ist halt ein bisschen doof gerade. Zum einen haben wir diese netten Teile hier. Die habe ich zwar nicht aus dem Urlaub mitgebracht. Die habe ich mir trotzdem gekauft. Sind neu. Und wie man sieht, habe ich mir auch so Zöpfe flechten lassen. Zumindest bis hierhin. Also nur halb zu oder halb offen, je nachdem, wie man es nennen will. Genau. Ansonsten habe ich hier einmal hier auf ganz professionell diesen. Okay, es fokussiert mal wieder nicht. Ist ja wieder klar. Ja. Warum auch nicht? Ich decke mal kurz mein Gesicht ab. So. Ja, genau, diesen kleinen Pin-Button, wie auch immer, mitgenommen, weil ich da eben eine Wand habe bei mir hier im Wohnzimmer, wo ich allgemein auch schon ein paar Pins gesammelt habe, auch von Urlauben. Dann natürlich ein Flaschenöffner. Den habe ich auch in einem Souvenirladen gefunden. Die gab es dort. Neben italienischen und griechischen Restaurants wie Sand am Meer, weil ich auf Zypern war, da ist halt auch, der Teil war halt Griechenland, wo wir waren, habe ich halt auch eben diesen netten Flaschenöffner mitgebracht, wo auch hier unten noch Zypern oder Zypros für Englisch, im Englischen, wie auch immer, eben draufsteht. Ich habe zwar auch schon einen normalen Flaschenöffner, aber mit Eule ist natürlich viel cooler. Guten Morgen, Ping Kong. Herzlich willkommen bei uns im Eulenhort. Genau, dann haben wir hier das noch schön eingewickelt. Dort gab es einige Eulenfiguren auch. Du benimmst dich auch, das freut mich. Gab es einige Figuren eben auch von Eulen, ziemlich viele sogar. Und da zeige ich euch mal, welche ich mir da mitgenommen habe. Kurz hier noch die ganze Packung aufkriegen. Bisschen anstrengend. Ah! Ich will mal gucken, dass wir die Eule nicht selbst noch kaputt machen. Haben wir hier diese wunderbare kleine Eule. Da. Die hat auch hier hinten am Rücken noch so ein, weiß ich nicht, eine Verzierung oder so. Genau. Die stelle ich mir jetzt hier mit auf meinen Schreibtisch. Da steht auch schon meine Streamer-Eule, die ich mir das eine Mal von Amazon geholt habe. Genau. So, und dann haben wir noch eins. Auch natürlich wieder eine Eule drin. Und zwar ist dies eine Schneekugel. Da gab es zwar auch viele verschiedene, aber diese hier war so die, die ich halt mit am coolsten fand einfach. Genau, wir können mal ein bisschen schütteln. Ich weiß nicht wieso, aber voll viele Eulen dort haben sich die Ohren zugehalten. Diese hier jetzt eben auch, aber ich fand das ganz cool, weil die noch mit am natürlichsten aussah. Und ja, halt auf so einem Baumstamm sitzt. Genau. Ansonsten würde ich euch mal kurz ein bisschen was vom Urlaub erzählen. Ich war ja dort vom, lass mich überlegen, genau, am 19. abends ging der Zug zum Flughafen. Das war der Samstagabend und am Sonntag um 5 Uhr sind wir dann, also ich und meine beste Freundin, wir waren zusammen im Urlaub, sind wir dann eben nach Zypern geflogen, waren dann so gegen 10, 11 dort, wurden vom Bus abgeholt, sind ins Hotel, haben uns da erst ein bisschen ausgeruht, sind dann ein bisschen in die Stadt gegangen, halt so Trinken gekauft, sowas, was man halt eben so macht, weil wir jetzt auch keine Vollpension oder so hatten, sondern haben nur mit Frühstück gebucht, weil wir halt nicht so aufs Hotel angewiesen sein wollten. Und wenn man schon mal Urlaub zusammen das erste Mal macht, ist das, denke ich, auch in Ordnung, wenn man da erstmal nur Frühstück macht und sich dann lieber die Gegend noch ein bisschen anguckt, hier mal essen geht, da mal essen geht. Genau. Und dann haben wir Montag überlegt, was wir so machen wollen, haben uns da so ein bisschen so einen Plan gemacht. Auch schon ein paar Sachen gebucht gehabt, vorbestellt, wie auch immer, weil da online hat man da manchmal noch ein paar Rabatte bekommen. Und ansonsten war am Montag halt am Strand, wo ich mich auch erstmal noch schön verbrannt habe. Und chill mich auch mittlerweile jetzt auch schon, weil ich halt absolutes Kellerkind bin, halt auch eine recht helle Haut habe, mich dann auch relativ schnell verbrenne.
Ja, und dann war es so, dass wir Montag, wie gesagt, nochmal am Strand waren, alles drin gebucht hatten schon. Dann ging es Dienstag los, da sind wir in den Wasserpark gefahren, den es dort gab. Ich würde behaupten, wie in allen anderen Wasserparks auch, gab es halt normale Rutschen, gab aber auch Reifenrutschen. Und so eine, wo man mit so einer Art Isomatte so eine Rutsche runtergefahren ist, so eine wellige Rutsche, das war auch ganz cool. Haben wir uns da ein bisschen aufgehalten, waren dann auch Nachmittag noch ein bisschen in der Stadt unterwegs, abends mal am Strand, haben wir nochmal geguckt, wie das so ist, wenn man im Halbdunkeln an den Strand geht, weil da auch irgendwie um 6 ja schon die Sonne untergegangen ist. Das war immer ganz cool. Genau. Und dann haben wir uns für Mittwoch nachmittags für eine Bootstour angemeldet, waren Vormittag in der Stadt unterwegs, haben da auch ein paar von den Souvenirs gekauft, die ich gerade eben gezeigt habe, haben ein bisschen geguckt, okay, was können wir vielleicht noch für unsere Eltern zum Beispiel so Schönes mitbringen. Ja, und dann sind wir halt auf diese Bootstour gegangen, sind 3,5 Stunden ungefähr, waren wir da auf dem Wasser, sind ein bisschen um die Insel rumgefahren. Also jetzt nicht um die ganze Insel, sondern nur um Teil der Insel. Haben auch eine Schildkröte zum Beispiel gesehen, das war ganz cool, und fliegende Fische. Ja, war nett. Und dann Donnerstag haben wir eine Offroad-Tour mitgemacht mit so einem Jeep. Das war ein bisschen holprig, weil wir halt eben auch, wie gesagt, durchs Gelände gefahren sind. Und da war es so, dass wir hatten vorne, gab es den Fahrer und den Beifahrer logischerweise, dann in der zweiten Reihe so eine Dreierreihe an Sitzplätzen und ganz hinten im Kofferraum quasi hatte man so 3 Sitze jeweils rechts und links. Heißt, da ist man dann seitlich gefahren. Ich war sehr froh, dass ich auf dieser Tour, wo wir auch wirklich durch die Berg oder im Berg, auf dem Berg, halt auf jeden Fall nicht auf der Straße gefahren sind, dass ich da vorne saß. Weil mir hinten wahrscheinlich sonst echt schlecht geworden wäre, wenn man da mit Querfeld einfährt. Aber haben immer mal durchgewechselt. Ich saß auch mal hinten mit meiner besten Freundin. Genau. Freitag waren wir dann Vormittag nochmal am Strand gewesen. Da hatten wir auch uns dann aber einen anderen Strand mal ausgesucht dort, wo wir dann waren. Haben uns halt eine Liege und einen Sonnenschirm geholt, was da auch jetzt vom Preis her voll in Ordnung war. Da bezahlt man hier in Deutschland, würde ich behaupten, doch schon mehr, wenn da teilweise, weiß ich nicht, 10 Euro oder so für alles bezahlst, war es dann nur bei 7,50 €. Man denkt sich, okay, ist nur 2,50 € Unterschied. Aber ja. Ist am Ende auch nicht so wichtig, wie viel es gekostet hat. Wie gesagt, es ist Urlaub, da kann man auch mal ein bisschen mehr Geld da lassen, würde ich behaupten. Genau, und dann waren wir auch Freitagnachmittag nochmal in der Stadt unterwegs, haben nochmal geguckt. Waren lecker essen gewesen, auch mit Live-Musik. Das ist da irgendwie alltäglich, dass da Leute damit singen, sozusagen, in den Restaurants. Beziehungsweise ist da auch jeden Tag irgendwie Festival gewesen, wo auch Leute in Kostümen und allem drum und dran rumgelaufen sind. War eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen. Konnte man sich nicht beschweren. Ja, und dann Samstag hieß es ja schon wieder so langsam, mal, vielleicht mal packen oder so. Deswegen waren wir da auch Vormittag nicht ganz so lange am Strand, dass auch die Handtücher wieder trocknen konnten und alles, weil wir ja auch ein bisschen Flugzeit oder wieder Zugzeit hatten sozusagen. Und das dann auch doof ist, wenn dann alles irgendwie so klamm wird im Koffer durch das nasse Handtuch oder so. Da sind wir dann Samstag, wie gesagt, trotzdem nochmal am Strand gewesen, dann nachmittags nochmal in der Stadt. Da haben wir noch so letzten Sachen auch eingekauft, wo wir gesagt haben, okay, das haben wir uns die vorherigen Tage nur angeschaut und da haben wir es dann auch mitgenommen, weil wir doch nichts anderes gefunden hatten oder ähnliches. Und da haben wir uns auch hier diese Zöpfe halt eben flechten lassen. Genau. Ja, und dann hieß es Sonntag früh um 8 Uhr ungefähr war das, hat uns der Bus wieder abgeholt zum Flughafen. Dann haben wir da das Gepäck wieder abgegeben, alles drum und dran, was mal zu machen muss. Und waren dann ungefähr 14 Uhr wieder in Deutschland auf festem Boden. Und mussten dann irgendwie noch so 4 Stunden ungefähr zurückfahren. Und ehe wir dann noch was gegessen hatten und so, ist auch ein bisschen später geworden, wodurch ich dann halt auch gestern erst 21 Uhr zum Beispiel zu Hause war. Genau, aber alles in allem war das Hotel und alles trotzdem ganz schön. Also das war jetzt keine große Anlage oder so. Man hatte zwar auch einen Pool und ein paar Liegen, aber war jetzt nicht so viel los. Und das Essen war auch mehr dann als Buffet immer, aber Frühstück war auch ganz okay. Was ich ganz cool fand, ist, die hatten frühes Kuchen angeboten, verschiedenes Brot, verschiedene Marmeladen, was du dir halt alles dann selber nehmen konntest, auch irgendwie ein bisschen Wurst. Konntest aber auch Rührei, Spiegelei,
Genau, also auch warm und kalt sozusagen dir aussuchen. Was heißt kalt, aber genau. Das war eigentlich alles in allem ganz schön. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu schnell geredet. Ich hatte immer ein bisschen Angst, dass ich irgendwas vergesse. Und ich habe tatsächlich auch was vergessen. Und zwar diesen wunderschönen Stift hier. Natürlich, voilà, so ich wollte ihn vielleicht in die Hand nehmen, habe ich mir hoch, wenn man wieder mal nicht weiß, wo die Kamera ist. Haha! Okay, Leute, ich habe es gleich. So, diesen Stift hier mitgenommen. Autofokus gibt es heute irgendwie nicht. Ist okay. Nein, kein Autofokus irgendwie, so ein bisschen. Ach, jetzt hat. Genau, wo halt auch Zypern draufsteht. Cyprus Owls, so verschiedene Eulen. Fand ich ganz nett. Habe ich ihn mitgenommen. Ja, genau. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu schnell. Sorry auch an den Chat gerade, dass ich da jetzt gerade nicht drauf eingegangen bin. Das werde ich natürlich gleich noch machen. Ansonsten schreibt mir doch einfach gerne in die Kommentare, was ihr euch vielleicht so wünscht. Regelmäßige Videos kann ich leider nicht versprechen. Aber ich versuche so ab und zu wenigstens mal was hochzuladen, wie jetzt diesen kleinen Urlaubsbericht, so würde ich es jetzt mal nennen. Ja, genau, lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Oder schreibt, wie gesagt, in die Kommentare, was ich besser machen könnte. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Je nachdem, was ihr so macht. Und einen wunderschönen guten Tag, Eve. Wenn nicht du, wer dann? Ich weiß gerade nicht, was du damit meinst. Aber das ist nicht so schlimm. Ich würde trotzdem noch kurz mein Video beenden. Genau. Ja, damit würde ich sagen, danke für alle, die reingeschaut haben. Guckt am besten auch gerne mal auf Twitch vorbei. Da bin ich wesentlich aktiver als auf YouTube. Und damit würde ich sagen, danke und bis zum nächsten Mal.